herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel der SG Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg. Die Partie endete mit 2:1. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des Stadion Dresdens sowie die beiden Trainer hier von neben mir, von unserem Gast Alexander Schmidt und unser Cheftrainer Stefan Böger. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Herr Schmidt, wie fällt Ihr Fazit nach dem Spiel aus? Ja gut, es war ein intensives Spiel. Ich glaube, den Zuschauern haben wir einiges geboten heute. Insgesamt als Fazit muss ich sagen, als Gästetrainer, dass meine Mannschaft einfach noch ein bisschen zu grün war, wie man so schön sagt in Bayern, um hier Punkte mitzunehmen. Wir haben ordentlich mitgespielt. Wir haben uns nach 20 Minuten ein bisschen gefangen. Ja, die Anfangsphase war zerfahren von unserer Seite. Da haben die Spieler doch etwas Respekt gezeigt vor der Kulisse und einfach vor dem, ich sage jetzt mal, großen Namen Dynamo Dresden. Aber ja, nach 20 Minuten und speziell nach dem Ausgleich haben sie dann die Scheu abgelegt, haben ordentlich gespielt. Ja, wenn auch nicht immer so zielstrebig Richtung Tor und doch mit einigen kleinen Unsauberheiten oder Abspielfehlern. Aber insgesamt haben wir dann gut mitgehalten, auch teilweise Akzente gesetzt. Dann ging dann die Halbzeit mit dem Unentschieden, haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir weiter diszipliniert spielen gegen den Ball und einfach schnell umschalten nach vorne in unserer Grundordnung. Und dann gab es eine Schlüsselszene in der zweiten Halbzeit, als wir die große Chance hatten zum Führungstreffer durch den Gino Windmüller und durch den Ayasa Osman und beides Mal einfach dann nicht ruhig genug waren im Torabschluss. Ja, und wie es halt dann oft so ist, leider, ja, flankt der Dynamo dann in den Strafraum des Öfteren rein und ein Ball rutscht halt einfach dann irgendwie durch, ja. Und wir verlieren das Ding mit 2:1. Ja, insgesamt kann ich meiner Mannschaft jetzt keinen großen Vorwurf machen. Sie haben wirklich alles gegeben und war einfach schwer hier in Dresden. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verkauft. Vielen Dank für Ihr Statement. Trainer, wie fällt dein Fazit aus nach einem sehr emotionalen Spiel? Das würde ich auch so sehen, dass es ein sehr emotionales Spiel war für alle Beteiligten, für die Spieler, für die Trainer, für die Schiedsrichter, für die Zuschauer. Und das war ein spektakuläres Fußballspiel mit dem aus meiner Sicht gerechten Ausgang. Ich glaube, dass wir es einen Tor besser waren als die Regensburg, wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, ohne zu glänzen. Es war ein Sieg des Willens. Ist genau das eingetreten, was ich im Vorfeld gesagt habe. Wir treffen auf eine Mannschaft, die in der Lage ist, einen sehr guten Ball zu spielen, die über das Kombinationsspiel und schnellen Umschalten agiert. Und das haben wir in den ersten 30 Minuten sehr, sehr gut gemacht bis zum Tor. Da haben wir das dominiert, das Ganze, und wirklich gut gespielt. Und dann auf einmal ist der Faden gerissen. Und ich glaube, dass das auch nicht ungewöhnlich ist, dass eine Mannschaft, die im Entstehen ist gerade mal, dann mit diesen Rückschlägen, sprich in Form eines Gegentors, und dann sich erstmal ein bisschen schütteln muss, sich wieder neu ordnen muss. Ich war froh, dass es mit 1:1 in die Halbzeit ging, wir uns neu ausrichten konnten, mit einem Wechsel eingegriffen haben von außen und dann die Mannschaft wieder zu sich gefunden hat. Dann gab es ein paar Schlüsselszenen, hat der Kollege recht. Unterm Strich bleibt stehen für mich, dass in der Phase, in der wir gerade sind, die Mannschaft zu entwickeln, ein solcher Sieg uns sehr, sehr wertvoll ist, weil es zeigt, der Sieg zeigt, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die gewillt ist, um jeden Grashalm zu kämpfen, gewillt ist, Spiele zu gewinnen, gerade zu Hause vor dem fantastischen Publikum, und sich so zu zerreißen, wie es dann eben auch sein muss, wenn man in Unterzahl ist. Die letzten Minuten habe ich an das Spiel gegen Schalke erinnert, an die letzten Minuten von Schalke, als wir uns auch reingeschmissen haben, alles getan haben, um ein weiteres Gegentor zu verhindern, und am Ende mit einem guten Ausgang für uns. Ich ziehe den Hut von meiner Mannschaft zu dieser Leistung heute. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für deine Worte. Jetzt ist wie immer Zeit für Ihre und eure Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Wer macht den Anfang? Jochen Leimert. Eine Frage an den Herrn Schmidt, Ihrem Stammkeeper. Wissen Sie schon, was da mit seiner Schulter ist? Ja, könnte sein, dass die Schulter-Eckgelenksprengung ist, aber das wissen wir noch nicht genau. Müssen wir eben abwarten, was die Bilder sagen. Haben Sie da mal kurz dran gedacht, es war vielleicht doch nicht so gut, Ligas abzugeben? Ja gut, das ist eine Entscheidung, die wurde vom Verein getroffen. Ja, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, das war letzte Saison und darum will ich mich da gar nicht äußern dazu.
Weitere Fragen? Tino Meyer? Herr Wilger, Sekunden bevor das 2:1 gefallen ist, haben Sie mit Ihren Trainerkollegen die Köpfe zusammengesteckt und haben einige Sekunden, Minuten beraten. Was war da waren da Ihre Überlegungen? Wie weit war Kiel da im Kopf? Und dann hat Ihnen Justin Anders ja die Entscheidung doch irgendwie abgenommen, oder? Er hat sie mir in dem Moment abgenommen, weil wir dann wieder umdisponieren mussten. Danke an den Justin. Klar, dass wir die Situation aus dem Kiel-Spiel diskutiert haben. Wir haben damals auch 1:1 gehabt und haben überlegt, in Unterzahl wollen wir den Punkt mitnehmen, mit Umstellung eher defensiv orientiert, oder wollen wir es riskieren, wollen wir alles nach vorne werfen, um vielleicht doch noch den Siegtreffer zu machen. Ich meine, diese Überlegungen, diese Diskussionen, diese Gespräche im Trainerteam sind völlig normal. Es ist klar, dass wir aus verschiedenen Perspektiven das beurteilen. Der Trainer, der Co-Trainer ist, glaube ich, bei Alex, bei dir nicht anders, dass man sich da kurz schließt, um die Richtung festzulegen für die letzten Minuten. Und dann kam es eben dann doch anders. Weitere Fragen? Nochmal Jürgen Leimert. Ja, Bürger, wie haben Sie denn dem Janik Müller erklärt, dass Sie doch lieber wieder auf Michael Hefel in der Verteidigung setzen möchten? Ich habe ihm erstmal gratuliert zu den Leistungen in den letzten Spielen. Das ist mir wichtig auch zu erwähnen, dass er deutlich aufgeholt hat. Überhaupt keinen Vergleich zu seiner Verfassung am Anfang der Vorbereitung oder am Anfang der Saison. Er deutlich aufgeholt, hat es gut gemacht in den Partien. Und trotzdem vergesse ich nicht, was das Gespann Hefele-Erdmann in den ersten Spielen geleistet hat. Die haben sich auch gefunden, die beiden. Und dass das eine schwere Entscheidung war, das ist gar keine Frage. Die habe ich auch bis heute Mittag offen gelassen. Genauso die Besetzung Tekerci, Stefaniak ist eine ähnliche Situation gewesen. Da hat man das als Trainer manchmal schwer, aber ich freue mich darüber, dass ich es schwer habe mittlerweile, Entscheidungen zu treffen. Der Konkurrenzkampf ist entfacht im Team. Die Jungs, die zuletzt gespielt haben, für die anderen, die am Anfang der Saison gespielt haben, haben ihre Sache auch nicht gemacht. Und ich habe das letzten Tagen schon mal gesagt, ich freue mich auf den Tag, wenn alle gesund sind, Marco Hartmann, Tobi Müller dazukommen und der Markus Scholz seine Verletzung auskuriert hat. Herr Schmidt, kurze Frage zu den Torhütern. Ja. Dominik Bergdorf ist in der 28. Minute reingekommen. Ist ein junger Mann, vor so einer Kulisse ist es dann nicht so einfach, denke ich, reinzukommen. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Sie werden da wahrscheinlich die nächsten Wochen auf ihn bauen müssen. Er ist ein guter Torwart mit einer Top-Reaktion. Er ist gut ausgebildet vom SC Freiburg. Was ich mir natürlich noch wünsche, und das sage ich jetzt mal offen, dass man halt bei Flankenbällen einfach mutiger rausgeht. Ja, vielleicht war er da schon ein bisschen beeindruckt, aber daran werden wir arbeiten, und er ist sehr lernwillig und insgesamt hat er relativ, ich sage jetzt mal souverän gespielt im Spielaufbau, und ihm kann man jetzt gar nichts angreifen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Weitere Fragen? Herr Böger, wie sehen Sie unabhängig vom Spielausgang die gelben Karten von dem Mikrofon vorne, bitte? Entschuldigung, hast du es gehört? Wie sehen Sie die gelben Karten von Nils Teixeira unabhängig vom Spielausgang? Der Nils weiß selbst, dass er sich da in der einen oder anderen Situation sicher nicht so richtig gut benommen hat, das ist klar. Ist aber sicher kein Thema für die Öffentlichkeit, sondern das werden wir intern auswerten. Da werden wir drüber reden. Der Nils ist unheimlich erfahren, fast der erfahrenste Spieler, den wir haben, und weiß, dass er das sicher besser lösen muss. Im Übrigen weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen, weil es zu weit weg war, ob es tatsächlich eine Schwalbe war oder ob es einen Körperkontakt gab, das kann ich nicht beurteilen. Aber da wird sicher drüber zu reden sein, ohne das jetzt zu hoch aufzuhängen. Weitere Fragen? Schauen wir mal in die Runde. Das ist nicht der Fall. Wir wünschen Ihrem Torhüter gute Besserung, vor allem einen angenehmen und sicheren Heimweg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.